Hallo und herzlich willkommen zurück beim Einzelkämpfer in 7 Days to Die. Ja, gucken wir jetzt doch mal, was in dem Safe drin ist. Ich hoffe mal, was nützlich ist. Nützlich wäre zur Abwechslung mal echt cool. Es ist halt ein kleines Glücksspiel. Na? Ja, gut Ding will Weile haben, gell? Ja, ernüchterndes Ergebnis. Könnte ich ein bisschen scrappen, ja, aber... ist doch schon wieder alles. Naja. Macht ja nix. Wir haben ja noch einige viele Häuser vor uns, wo man mal reingucken kann. Pistol Grip, lila, okay, den könnten wir vielleicht da reinbasteln. Yo! Den können wir da in unsere Pistol reinbasteln. Jetzt weiß ich nicht, war der Receiver auch gut? Ah, guck mal schnell, gucken wir mal. Ja, top. Hier nochmal austauschen. Bäm. Wird unsere Pistole auch nochmal um einiges besser. Ah. Geiler Scheiß. Ah, machen wir gleich die Tokens mit dazu. Haben wir sonst noch irgendwas? Alles scrappen. Ja, cooler Scheiß. Und die Alpha 12 lässt noch ein bisschen auf sich warten. Wir sind jetzt halt in der Alpha 11.5. Also ich glaube, gestern war es, ist da so ein kleiner Hotfix rauskommen. Wow, nice Magnum Parts. Genau, da ist ein kleiner Hotfix rauskommen. Der hat dann so Probleme ein bisschen verbessert, wie das Problem, dass der Mining Helm so ein bisschen zittert, wenn man mit dem Crossbow hantiert. Ja, ist schon ganz nett, dass sie das schon mal gefixt haben. Also jetzt nicht zu 100%, es ist nur ein bisschen besser geworden. So. Wahnsinn, wir sind ja schon ziemlich weit gekommen. Eine Straßenseite komplett, die hier. Zwei Straßen, wird das nicht schlecht. Mache ich jetzt vielleicht dann hier das Viertel, dass ich das Viertel weiß mache. Ist glaube auch nicht blöd, die Überlegung. Uhr haben wir 15, 25. Boah, da haben wir noch Zeit, um ein bisschen hier zum Suchen. Ist hier gerade so schön ruhig, muss ich sagen. Ist ungewohnt irgendwie zum Teil. Gestern war ja die kleine Horde hier. Jut, jut, jut. Repair Tool. Kann ich eigentlich schon einen Clawhammer machen? Weiß ich jetzt gar nicht. Clawhammer. Ah, kann ich auch machen. Kann man etwas verscrappen. Mais. Ja, nehmen wir mal mit. Bandage, brauche ich überhaupt die Bandagen noch? Eigentlich auch nicht so recht. Ah, Bullet. Munition immer gut. Bücherregal. Komm, Enforcer Magazine, bitte, bitte, bitte. Ja, gell. Okay. Ich weiß nicht, wenn ich die ganzen Bücher, was ich inzwischen gefunden habe, wenn ich das zusammenzählen würde, ich könnte meine eigene Bücherei aufmachen.
Da wären zwar 3 Millionen mal Forgebuch drin, 2 Millionen mal Hunting Rifle Book. Die ganzen anderen kacke Dinger, aber hey, ich hätte eine Bücherei. Ah, könnte man eigentlich nochmal einen Honig snacken. Yummy. Gut, hier sind wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann kann ich eigentlich direkt raus und gleich gegenüber hier rein. Oh, machen wir mal die Tür zu, wenn sie schon mal intakt ist und wir sie nicht aus der Wand prügeln müssen. Hunting Knife Book. Ich weiß nicht, ob ich das kann, aber... Nee, kann ich nicht. Yeah, ich habe was gelernt. Na, aber wenn es relativ sinnfrei ist, das Hunting Knife. Oh, cool. Das war wohl ein Messernarr. Wieso schaue ich jetzt eigentlich nach, ob ich das kann? Ich habe es gerade gelernt. Nein, ich möchte keine T-Shirts. Ja, Hunting Knife. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, ist das der Spielstand, wo ich eins in Flawless habe, aber die sind einfach... Oh, ich würde es einfach mal als schlecht bezeichnen. Also ich finde jetzt nicht, dass das ortsmäßig die Reichweite hätte oder so. Nee, das ist wirklich... Reichweite ist sehr gering, man steht eigentlich direkt vor dem Zombie und oh, kann ich jetzt drauf verzichten, muss ich sagen. Da habe ich hier lieber die Nagelkeule. Mit der kann man dann ein bisschen durchrocken, wenn es sein muss, aber ansonsten eher nicht so. Filling-Kabinett. Ach, Medizinkabinett. Jetzt hat sich da schön im Schatten versteckt. Ah, gehe ich mal durch die Wand. Hier hält das Haus wenigstens was aus. Ich habe gestern ein bisschen gestreamt und... Waffentresor. Ja, ein bisschen gestreamt und da hatte ich auch wieder so ein viereckiges Haus. Da ist der ganze Boden eingestürzt. Da bin ich bloß so über den Boden gelaufen und denke mir immer, ah, warum hoppelt denn das so? Warum muss ich immer wieder leicht springen, dass ich weiterkomme? Da schaue ich hinter mich und dann ist der halbe Boden eingefallen gewesen. Ein bisschen unvorteilhaft gewesen das Ganze, aber hier die Häuser sind noch ein bisschen massiver gebaut. Okay, das lasse ich mir doch eingehen. Hunting Rifle Stock Lila. Hunting Rifle Stock in Lila. Na toll, den habe ich schon. Kacken aber auch. Pistol Parts. Nice. Müsste ich aber schon langsam drauf hinarbeiten. Gegebenenfalls einen zweiten Satz Waffen zu machen. Später. Ich weiß nicht, ob man die Zeit hat bei einem Zombie-Angriff, dass man dann noch mordsmäßig seine Waffen repariert und dann am besten einfach eine neue Pistole oder sowas aus dem Rucksack zieht. Magnum Grip. Ja, ich brauche ein Magnum Buch. Oder irgendwas, was man... Ja, ich glaube, ich muss nach dem Häuschen jetzt schnell heim, hier ein bisschen Platz schaffen. Platz schaffen und ich könnte den Mais eigentlich dann anbauen. Wer mault da schon wieder? So unfreundliche Nachbarn, das ist der Wahnsinn. Habe ich jetzt schon mal alle rausgeschmissen und die hören nicht auf, in der Gegend rumzuschreien. Da wie in der Bronx. Das ist und bleibt halt einfach so mein... Weil das könnte ich eigentlich alles in dem Auto draußen sortieren.
little fat. Wenn ich jetzt wieder hier alles rein tue. Ja, wie viel Magnums ich bauen könnte. Das ist ja gigantisch. Magnum Grip, genau, da hatte ich hier noch einen. Shotgun. Muss ich noch Munition zerspasteln? Ja, dann kann ich hier gleich weiter zumüllen. Ölbuch. Buch habe ich das gescrapped, verkraftet. Oh, wesig jetzt auch nicht, wahr? Ich nehme es einfach hier als Stützpunkt weiter her zum Looten. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, da kann ich halt alles so reinkicken. Kann ich ja irgendwann da mal mit runternehmen. Käfken? Pickaxe brauche ich eigentlich gerade auch nicht. Und die Hunting Rifle brauche ich eigentlich gerade auch nicht. Ah, es ist immer so schwierig, finde ich. Es ist so schwierig. Ah, die repariere ich auch mal nicht. Ich mal lieber hier oben rein. Dann pflanze ich derweil wieder hier oben an, wenn das so ist. Später nämlich schön Grain-Alkohol draus kochen. Ist nämlich noch ein bisschen geiler als das Bier. Gibt zwar auch den Bier-Buff, aber für länger. Bin immer sehr nützlich. Vor allem hier für Höhlen-Action und sowas. Bier-Buff, geil. Oder für Innenstadtkämpfe auch. Bier-Buff, geil. War jetzt drinnen hier, glaube ich. Ja, genau. Ach, da hinten humpelt was. Komm. Jacke. Habe ich schon eine Jacke? Ich weiß es gar nicht. Eine Jacke? Ja, Jacke habe ich sogar. Ah ja. Pfeift schon aus dem letzten Loch hier. Da gehst du kaputt. Nägel, das ist so irgend so was Sinnfreies. Wer benutzt die Nagelpistole zum Kämpfen? Ich habe noch niemanden gesehen, der damit kämpft. Zum Sachen aufwerten und sowas. Nonplusultra, keine Frage, aber. Nahkampf? Nee. Gibt's bessere Sachen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich lasse die Gläser jetzt dann auch da. Das ist schon ein bisschen Hu-mäßig, was ich da inzwischen schon Gläser alles habe. Also es sollte mich hier mal was im Dunkeln überraschen. Ich bin verloren. Also Mining Helm wäre jetzt auch mal ziemlich geil. Also muss ich mich halt noch auf meine Fledermaus-Fähigkeiten hier verlassen. Gun safe!
Wir haben wieder mal die Möglichkeit. Ja, aber wir werden es mal wieder nicht überreißen, dass wir was Gutes finden, glaube ich. Bin ich auch schon gespannt, wie sie das gelöst haben dann in der Alpha 12. Da soll ja wirklich der levelabhängige Loot kommen. Also hier Level 1 hat man wesentlich geringere Möglichkeit, was Geiles zu finden, als dann eben mit Level 20, 30, 40. Boah, okay, zweimal blauer Pumpgun Stock. Kann man jetzt nicht unbedingt maulen, aber ja, gut ist auch was anderes. Jetzt haben wir einen 16,51. Ist auch schon bald wieder Zeit für Heimkehr. Vitamine, die bringen einfach mal nichts. Also die bringen schon was hier gegen Diarrhoe. Falls mir jetzt nicht so ein lecker Sandwich reinpfiffen hat, aber da das eigentlich nicht mehr passiert, ist auch so ziemlich die Vitamine sind relativ uninteressant geworden. So, müssen wir mal ein bisschen umcraften hier langsam. Inzwischen ein bisschen faul, da hier mit dem Duck Jump da hier irgendwie durchzuspringen. Hau ich lieber gleich alles klein. So, das haben wir schon. LED haben wir noch nicht genügend. Mining Helm, bitte. Okay, was zum Snacken ist jetzt auch nicht verkehrt. Yam, 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 Blaubeerküchelchen. Der Elk. Ein Brasshaus. Habe ich ja schon erwähnt, glaube ich, dass vorne draußen Brass ist. Als Lampe. Sind sämtliche Armaturen im Haus und alle Lampen eigentlich aus Brass. Muss sich ein bisschen orientieren, ob sich das jetzt lohnt, da reinzugehen oder nicht. Haben wir den Keller im Angebot? Nee, gar nichts. Ah, nö, nö, nö. Nee, Gläser nehme ich jetzt nicht mehr mit. Irgendwann ist genug. Was sind denn da überall? Ja, okay, es sind halt schon, ja, so Kommoden. Ist eigentlich klar, dass da Kleidung drin ist. Aber komm, komm. Was haben wir? Einmal nix. Moldy Bread. Ja, Moldy Bread ist gut. Kann man später uns ein bisschen Antibiotika köcheln. Das war's schon. Ja. Das Spiel ist so gut zu uns. Es will uns hier nicht mit unnötig Ballast, eben belasten. Und gibt's uns einfach nichts. Hat man auch nicht überall. Bild mir schon wieder was ein, dass ich hier wieder eine Horde höre. Tür ist offen. Okay. Warum ist die Tür offen? Pistol, Hunting Knife. Naja. Und noch ein uninteressantes Buch.
Also wir müssen jetzt eigentlich dann die Loot-Chance schon dadurch vergrößern, dass ich einfach hier haufenweise aufmache. Oder? Boah, da war doch anscheinend irgendwie der Vorbesitzer eifrig, hat wirklich alles mitgenommen. Außer ein bisschen Wasser und so, aber... Mein Gott, der hat bestimmt das Bier mitgenommen und hat halt das Wasser stehen lassen. Also, das ist ziemlich nachvollziehbar. Okay. Warum ist hier ein Loch? Ah, sind vielleicht wieder die Zombies drin gespawnt und... Ja, die kommen halt immer so schlecht durch die Wand, da muss man halt einfach mal ein kleines Guckloch reinmachen. Footballhelm. Boah. Boah, ist glaub gar nicht mal verkehrt, schauen wir mal. Alter Verwalter, der ist schon um einiges besser. Aber Miningheim wäre mir trotzdem jetzt lieber gewesen. Ja, man kann nicht alles haben. Spackt hier wieder ein bisschen die Leiter rum. So ist Paper. Wieso schmeißt er uns das Paper raus? Ach, da hatten wir noch gar keinen. Okay, okay, ich sag schon nichts. Ich enthalte mich weiterer Wertungen. Gut, dann machen wir noch das Häuschen hier schnell und dann sind wir auch in diesem kleinen Teilviertel schon wieder fertig. Oh, schön eingestiegen in die Bude. Das haben sie auch geil gemacht inzwischen, dass sie wirklich so ein bisschen verbarrikadiert sind, die Häuser. Also hier steht ja auch ab und zu der Kühlschrank so in dem Durchgang drin. Echt cool. Kann ich noch was mitscrappen? Nö. Oh, hier ist aber ein bisschen heller in dem Keller. Haben wir eigentlich schon ein bisschen anders gewohnt, aber... Oh, mal wieder zur Abwechslung. Nichts. Cool, cool. Ich glaube, Splints haben wir jetzt dann auch genügend. So viele Beine hat ja keiner. Oh, Oil. Auf jeden. Das nehme ich gerne an. So funktioniert meine R-Taste wieder nicht. Fällt ja manchmal aus in dem Spiel irgendwie. Komm ey. Naja. Dummer Knüppel. Zerhackstück mit der Haugle. Was? Nur eins. So, gehen wir mal wieder schön nach Hause hier. Wird's nämlich schon wieder dunkel und dann fangen unsere lieben Kumpels an, hier um die Häuser zu ziehen. Und... bin ich bei Möglichkeiten doch immer hinter sicheren vier Wänden. Auf die neuen Wolken und Horizont bin ich auch schon gespannt in der Alpha 12. Es gibt einfach so lauter tolle Neuerungen. Machen wir mal schnell einen Woodframe.
Die werden jetzt nicht gleich hier genau nur diesen einen Frame angreifen, oder? Höchstwahrscheinlich sind sie sogar so schlau. Fällt mir ein. Okay, erstens mal habe ich hier vergessen, die unterste Spitze wegzuschlagen. Dann fällt mir ein, ich habe hier oben gar keinen. Oder ich habe gar keinen Spider-Schutz. Oh mein Gott! Hey, do! Ich weiß gar nicht mehr, was ich mit dem ganzen Sheet machen soll. Ah, das ist nice, die Ölfässer. Die stapeln sich auch schon langsam. So. Pumpgun. Könnte ich eigentlich mal schauen, was in der schönen Pumpgun an. Ah, zum Beispiel. Genau, kann man den Stock und das reinzimmern. So eine Kategorie besser rauskommen. Ja, yeah, optimalo. So, Pistol Parts. Wollte ich das hier genauso handhaben, dass ich mir vielleicht. Ja, die verscrappe ich. Hebe ich auf. Shotgun Receiver hebe ich mal auf, weil da habe ich noch keinen anderen. Aber die zwei Pistol Barrels hier kommen, die kann man raustun. Und das sonst noch irgendwas von Pistol. Pistol Parts noch blaue. Genau, dass ich mir nämlich gleich mal hier versuche, eine bessere zusammen zu schustern. Pistol Barrel. Hier eine blaue rein. Pistol Parts, auch eine blaue. Receiver haben wir noch nichts anderes und ein Grip auch nicht, aber es dürfte zumindest schon mal eine grüne Glocke rauskommen. Läuft. Da haben wir noch mehr. Ja, vielleicht sollte ich das mal durchcraften lassen und nicht so ungeduldig sein. Nice, nice. Aber die Folge ist schon wieder zu Ende. Ja gut, wir haben ordentlich was durchsucht. Die Folge ist nicht schlecht gewesen. Nächste Folge, ja. Ich glaube auch hier unten in das Viertel reinschauen, da war ich noch gar nicht. Dürfte auch wieder ein bisschen Action mit dabei sein, weil wenn ich da noch nicht war, dann sind da ja noch Zombie-Kumpels unterwegs. Genau, das ist mal die Planung so für den nächsten Tag. Die Nacht, die läuft jetzt flott durch und dann können wir morgen früh hier gleich anfangen. So, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Servus!